Deutschland spricht über 5G. Ich bin Tim und ich würde gern wissen, wie ihr es schafft, dass wir trotz 5G-Ausbau alle unsere Daten bei uns behalten und kein Informationssicherheitsproblem haben. Ja, eines ist ganz klar, die Sicherheit der Telekommunikationsnetze, aber auch der Telekommunikationsdienste hat für uns wirklich höchste Priorität. Sowohl die Netzbetreiber als auch die Diensteanbieter müssen deswegen strenge Sicherheitsanforderungen erfüllen, egal ob die Daten über Festnetz oder über Mobilfunknetze übertragen werden. Und ich kann Ihnen versichern, dass die Einhaltung dieser Vorgaben unsere Behörden auch sehr streng überwachen. Wegen der enormen Bedeutung gerade von 5G haben wir für die 5G-Netze in den vergangenen Jahren auch die Sicherheitsanforderungen drastisch verschärft, nämlich an die Hard- und an die Software. Das bedeutet konkret, dass sicherheitskritische Komponenten in öffentlichen 5G-Mobilfunknetzen vorher etwa zertifiziert werden müssen, bevor sie eingebaut werden. Lange Rede, kurzer Sinn, wir kümmern uns darum, dass Ihre Daten sicher sind und hoffen, dass es dann am Ende auch alles wirklich gut funktioniert. Bringen Sie sich ein und stellen auch Sie eine Frage auf deutschlandsprichtüber5g.de.